Hallo und herzlich willkommen zum ersten Final Testament Video im Jahre 2022. Mit diesem Video möchte ich mich bei dir zurückmelden und dir mitteilen, es wird wieder regelmäßigen Content geben. Es werden sich auch noch ein paar andere Sachen ändern, das aber jetzt gleich, denn ich kann nicht in allem durchsprechen, ich verplapper mich immer wieder, ich bin wohl ein bisschen aus der Übung, deswegen gibt es ein paar Cuts und den ersten jetzt. Wenn du mir auf Instagram folgst, wirst du die eine oder andere Sache hier schon gehört haben, aber ich mach's nochmal für dich hier als YouTube-Abonnent. In Zukunft werde ich die ganzen Social-Media-Plattformen auch nicht mehr gleich bespielen, sondern individuell und mit verschiedenen Content. Ich werde auch nicht mehr alle Social-Media-Plattformen bedienen, ich konzentriere mich in Zukunft auf Instagram, YouTube und meine eigene Webseite. Bei Twitter habe ich mich ja sowieso schon stark zurückgezogen, da werde ich in Zukunft nur noch Selbstkonsument sein und vielleicht ab und zu mal was posten. Also in Zukunft lohnt es sich, mir auf Instagram, YouTube zu folgen und ab und zu auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Ich möchte ab diesem Jahr wieder sehr viel mehr Videos produzieren. Ich hoffe, ich schaffe es in den Rhythmus, mindestens alle 2 Wochen ein Video zu veröffentlichen. Nächste Woche geht es los mit dem Video zu den Creative-Kopfhörern. Das ist aber nicht die einzige Neuigkeit. Auf Instagram habe ich den Final Testament Sportkanal wieder mit dem Final Testament Hauptkanal zusammengezogen. Auch habe ich das Themengebiet erweitert, denn Final Testament war immer recht technisch. In Zukunft werde ich auch sportliche Videos hier hochladen. Das bedeutet aber nicht, dass ich dir jetzt zeige, so trainiert man richtig. Ich möchte dir auch einfach Gadgets für den Sport zeigen, den ein oder anderen Laufschuh vorstellen und dich auf meine Laufprojekte mitnehmen. Das nächste große Projekt wird meine Vorbereitung für einen Halbmarathon sein. Damit geht es auch schon nächste Woche los. Die meisten Sachen werde ich dazu aber auf Instagram veröffentlichen, dass ich dann einzelne Beiträge und Stories hochlade. Hier auf YouTube wird es dann vielleicht eine wöchentliche Zusammenfassung geben, je nachdem wie ich den Content so zusammenkriege. Denn das Problem ist, bei Instagram ist das meistens Hochformat und hier auf YouTube ist es ja meistens Querformat, wobei die YouTube Shorts ja eine Ausnahme machen. Vielleicht werde ich dann damit auch anfangen und dir dann ab und zu ein Sportvideo auf den oder im YouTube Shorts Format zeigen. Ich habe dir das ein oder andere Projekt ja schon vorgestellt, aber noch gar nicht richtig abgeschlossen. Ich habe aber auch total viele neue Projekte bekommen und auch Ideen so für Eigenprojekte und Community-Projekte. Ich werde jetzt in Zukunft versuchen, eine gesunde Mischung aus allem zu kriegen, aber im ersten Moment werde ich dir dann mehrere Altprojekte und ein paar Neuprojekte vorstellen, bis es dann endlich mit den Eigenprojekten und Community-Projekten losgeht. Bevor ich aber die Altprojekte nicht ganz abgearbeitet habe, werde ich dir die anderen Sachen noch nicht vorstellen, weil ich jetzt noch nicht zu viel verraten möchte. Aber ich habe sehr, sehr viel auf dem Zettel. Das wird ein geiles Jahr 2022. Bevor das Labervideo hier zu lang wird, kommen wir zum eigentlichen Grund, weshalb ich dieses Video hier machen wollte. Ich hoffe, du weißt, meine Gewinnspiele sind meistens in der Endcard versteckt, damit du als Abonnent die größtmögliche Chance hast, die Gewinne auch zu gewinnen und nicht irgendwelche Leute bei YouTube nach Gewinnspielen suchen, das Gewinnspiel gewinnen und dann nie wieder auf meinem Kanal sind. Das wird in den meisten Fällen auch so bleiben, aber die ein oder andere Ausnahme wird es bestimmt geben, so wie auch in diesem Video, denn hier gibt es jetzt ein Gewinnspiel für dich. Wenn du schon länger dabei bist, kannst du dich daran erinnern, dass ich so etwas schon mal gemacht habe. In diesem Gewinnspiel musst du meine Abonnentenzahl zu einem bestimmten Stichtag raten und deswegen habe ich meine Abonnentenzahl auch extra deaktiviert. Der Stichtag ist der 31. Januar 2022, bis dahin geht auch dieses Gewinnspiel. Also das Gewinnspiel endet am 31. Januar 2022 um 23.59 Uhr und 59 Sekunden. Am Gewinnspiel teilzunehmen ist ganz einfach, so wie immer, schreibe deinen Tipp einfach unten in die Kommentare und schon bist du dabei. Die ganzen Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärungen gibt es auf meiner Webseite, die Links stehen unten in der Videobeschreibung. Zu gewinnen gibt es ein Final Testament Überraschungspaket, also mach mit und lass dich überraschen. Hau noch schnell auf den Abo-Button und begleite mich hier auf meinem Jahr 2022 auf YouTube. Damit vielen Dank, das war's von mir, bis zum nächsten Mal, dein Final Testament, ciao!